ist zu mir gekommen, der Head Coach Gerd Gruber. Wir haben ein bisschen gewartet, bis das Interview begonnen hat. Vielleicht für die Zuseher zur Info, gerade hat der Präsident des Steirischen Eishockeyverbandes, Dr. Philipp Hofer, angerufen. Vielleicht, Gerd, was war denn die Frage vom Herrn Präsidenten? Ja, der wollte sich erkundigen, wieso wir seine Nerven so strapaziert haben. War ein sehr aufregendes Spiel, glaube ich, heute für alle Beteiligten. Und da können schon ein paar Nerven zum Plattern anfangen. Du hast es gesagt, das Spiel war sehr aufregend. Ich habe natürlich auch den Headcoach der Villacher, Robert Moser, beim Interview gehabt. Ich habe beim Spiel gesagt, der Glücklichere hat gewonnen. Robert Moser, der Headcoach, hat gesagt, ihr habt es verdient gewonnen. Warum? Wenn man 1-4 hinten ist, aus der Sicht der Villacher, dann das 4-4 bekommt, am Ende 5-4 gewinnt, aus eurer Sicht. So sagt Robert Moser, habt ihr verdient gewonnen. Wie siehst du das Spiel heute? Naja, so wie meine Jungs auch schon gesagt haben, wir sind sehr schlecht in das Spiel gestartet. Aber sie haben schon öfter bewiesen, dass sie richtig gute Moral haben, einen richtig guten Ehrgeiz haben und wissen, dass das Spiel wirklich bis zum Ende geht. 60 Minuten muss gespielt werden und sie haben wieder bewiesen, dass sie sich einfach von Minute zu Minute gesteigert haben, vor allem nach dem Timeout. Dann noch besser im zweiten Drittel noch mehr rausgekommen sind. Und ich glaube dann zum Schluss, wenn man dann quasi das berühmte Momentum hat und da 4-1 noch dreht, dann kann man fast von verdient reden. Okay, dann sagen wir verdient, gewonnen. Und jetzt gilt es abzuwarten. Noch ist es nicht sicher, welcher Tabellenplatz, glaube ich, sich ergeben wird. Wir werden dann jetzt nach dem Interview, glaube ich, alle mit Rechnen beginnen, werden noch die fehlenden Spiele abwarten und dann freuen wir uns wieder, wenn das Playoff losgeht. Und bis dahin, Gerd, danke für das Spiel, das uns deine Mannschaft heute gezeigt hat. Und wir sind natürlich wieder dabei, wenn das Playoff startet. Und bis dahin viel Erfolg. Dankeschön. So, Lukas Pirker, der Kapitän, 2 Treffer am heutigen Abend. Einmal ein Powerplay-Treffer zum 2-4 und dann, vielleicht kannst du uns den Treffer selber schildern, der entscheidende Treffer in der Overtime zum 5-4. Vielleicht kannst du uns den Treffer genauer schildern. Ja, also wir sind gleich super in die Overtime gestartet, haben das solide runtergespielt, würde ich sagen. Und dann haben wir auf den richtigen Moment gewartet, dass wir die Scheiben unter Kontrolle haben. Und dann bin ich ausgestartet, habe einen super Assist von Clemens Kainz gekriegt. Und ja, dann haben wir ihn verwertet. Und dort dann kann man dann in Overtime gewonnen. Ist es da, oder fragen wir so, schon mehrere Overtime-Treffer erzielt von dir? Ja, die Saison habe ich schon den einen oder anderen eingeschossen in Overtime. Ist bis jetzt ganz gut gelaufen, ja, für mich in Overtime. Natürlich haben wir immer noch Covid, aber darf jetzt ein bisschen gefeiert werden. Zumindest der Jubel am Ende war enorm. Ich habe dich nicht mehr gefunden in der Spielertraube. Da freut man sich natürlich. Natürlich freut man sich, ja, aber zum Feiern bleibt für uns keine Zeit, weil es geht noch gleich weiter in die Zwischenrunde und dann ins Playoff. Und da schauen wir, dass wir konzentriert darauf hinarbeiten und dann das so gut wie möglich überspringen. Lukas, dann nochmal gratuliere zu deinen beiden Toren, gratuliere zum Sieg und freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss, servus. Danke, ciao. Sebastian Wilding, gratuliere zu deinen beiden Toren, Treffer zum 1-2 und Treffer zum 3-4. 2 sehr wichtige Treffer, ihr wart ja 1-4 hinten, dann David Kessler mit dem 4-4 und am Ende, glaube ich, habt ihr euch gefreut. Der Overtime-Treffer von Lukas Pirker, was sagst denn du zum Spiel? Ja, also wir haben gewusst, dass ein wichtiges Spiel sind, aber trotzdem sehr schlecht gestartet. Aber dann nach 5 Minuten nach dem Timeout, da haben wir resettet und dann haben wir angefangen richtig zum Spielen. Und in der ersten Drittelpause hat der Bernd Jäger nochmal eine gute Ansprache gehalten und im zweiten Drittel waren wir dann richtig bereit. Im zweiten Drittel dann richtig bereit. Und wie hast du dann das dritte Drittel aus deiner Sicht erlebt? 1-4 hinten, 2-4 Lukas Pirker, dann dein dritter Treffer, dann David Kessler, plötzlich 4-4 und dann die letzten Sekunden. Was geht da in einem Spieler vor, in den letzten Sekunden, bevor die reguläre Spielzeit zu Ende ist? Ja, also wir wollten auf keinen Fall mehr einen Fehler machen, dass wir jetzt noch ein Gegentor kriegen. Wir haben hinten gut aufgepasst und waren dann zufrieden, dass wir es noch in die Overtime geschafft haben. Wie du sagst, dann in die Overtime geschafft, dann gewonnen durch den Overtime-Treffer
von Lukas Birker. Danke Sebastian, dass du noch zum Interview gekommen bist und gratuliere noch einmal zu deinen beiden Treffern. Tolle Leistung von deiner Mannschaft. Viel Erfolg für die weitere Saison. Tschüss, Servus. Danke, tschüss.